Ja, die Woche schon wieder fast rum. Wir sind jetzt gleich wieder live. Gott, es ist wieder einiges passiert. Ich war die Woche auch teilweise ganz schön genervt. Naja, gut. Das Wetter. Ich glaube, es hängt am Wetter. Heute Nacht hatten wir einen Sturm, aber es ist nichts passiert. Die Ziegel sind noch alle am Dach. Wir haben Glück gehabt. Ja. Achso, ich hab jetzt vor dem Film am Sonntag hochgeladen, Hexenküche, Sonntagsfilm. Bin ich Motorrad gefahren, weil der Himmel war blau. Da sind aber nicht viele Klicks drauf auf dem Film. Und da habe ich jetzt nochmal so Kurzfassung hier mit eingeblendet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja den Sonntagsfilm auch mal gucken. Ich glaube, der geht 15, 16 Minuten lang. Okay. Ansonsten halt, ne, waren wieder ein paar stressige Arbeiten. Läuft ja nicht immer alles so top. Und wenn es so richtig schön stressig ist, dann rufe halt irgendwelche netten Menschen an. Die wollen dann eine Auskunft. Dann kriegen sie halt keine Auskunft oder halt genervte Auskunft. So dass sie denken, was ist mit dem los? Aber ich weiß auch nicht, warum gehe ich eigentlich immer ans Telefon? Ich habe es schon mal gesagt. Wenn ich so im geistigen Vierbeutel bin und alles und bin genau bei der Scheiße und das Telefon klingelt, bin ich so blöd und gehe dran. Ich könnte es ja eigentlich auch auslassen. Ich werde es wahrscheinlich niemals verstehen. Hier Leute, zu denen, wo ich unfreundlich war, tut mir leid, war nicht böse gemeint. Gut, ja, wenn ihr Lust habt, dann erfreut euch halt mit dem, was wir die Woche getrieben haben. Gabel haben wir jetzt mal reingebaut, wollten wir eigentlich filmen, aber da gibt es ja auch nicht viel zu filmen. Die steckt jetzt schon mal drin, die ist überarbeitet. Wir haben hier ohne Buchsen gefehlt, Zimmerringe haben gefehlt, la la la, neues Lenkkopflader haben wir oben reingemacht. Und das war noch wie neu. Und jetzt nehmen wir eine Schlagschraube, machen wir oben ab, weil die ist vergammelt, die haben wir schon auf. Die sieht doch gut aus. Wir müssen noch Gabel. Gut, ein Traum, das hat ja gut geklappt. Der wollte gerne diese Lampe drauf haben, weil er sagt nämlich, die ist oldschool. Die sieht doch cool aus, ne? Ja. Von normal hast du immer diese Chicky-Micky-Lampe da drin. Das ist noch richtig so, wie ich es auch kenne. Wir müssen es aber insgesamt noch ein wenig tiefer gehen. Ja, hast du ja noch nicht festgenommen. Ja, so sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Okay. Hör auf! Ich will nur mal deine ganze Welt sagen, du bist mein Liebling. Oh, hör auf! Nee, ich höre nicht auf. Guck mal, was sie gemacht hat. Guck mal, was sie gemacht hat. Danke. Gut, der Dirk ist nicht da, ne? Ich glaube, eine Henne vielleicht oder ist auch weg. Weißt du? Ja, so. Gut. Musst du mal gucken, Hilde. Ich habe nämlich noch mal, bitte. Die Hilde, die war hier übrigens vor mir hier dran. Die hat früher Nerl und Schöpfstiel verkauft. Was denn so Mist? Hast du gesagt? Ja, das stimmt auch. Also. Du. Ah, ich wollte mal. Der geilste Guru von der Hilde, der wird jetzt weg. Ich bin auch. Ich spinne aber, da kann ich nicht aufhören. Ich soll aufhören zu spinnen, sagt sie. Ich spinne nicht. Spinne mir, ne? Habe ich ganz frisch gebacken. Ah, wie geil. Hört ihr da dafür Batterien? Aber warte, gute will ich.
Ja, Daniel, für die neu lackierte Felge, ne? Du machst jetzt gerade die Bremsscheibe drauf. Das sind diese Spezialreifen noch nicht da. Aber ich will das Ding auf die Füße stellen. Ich habe nämlich noch ein paar Räder. Die machen wir mal provisorisch rein, damit wir durch den Hof rollen können. Ja. Wer will denn zuerst noch rollen, du oder ich? Mir ist es egal. Geht nicht, wir haben keinen Lenker. Stimmt, scheiße. Da warten wir bis nächste Woche mit dem Rollen. Aber wir machen heute schon mal die Räder rein, ich hole die dann. Ja. Gut, hier ist alles frisch lackiert. Das kommt dann alles da rein. Das wird alles gut. Prima. Das war doch ein ganz normal. Gott. Du legst das jetzt einfach hier oben rein. Ich mach das hier nicht. Und ich hab gehabt, ein bisschen daneben. Bei dir ist gut? Ja. Na. Gut. Ha, sind Sie schon auf der Erde. Müssen wir noch runterkriegen. So, das ist schon mal ein ganz anderes Bild, wenn so ein Motorrad auf den Füßen steht. Jetzt müssen wir es halt vor dem Bock tun. Dirk, hole. Der ist der Stärkste bei uns. Okay. Ja. Wir holen auch den Dirk. Sicher. Scheiße. Ja, warte, ich hier nach vorne. Immer auf vorbei. Ihr müsst ihn hochheben. Hier rechts, links, die Wagen. Genau, ja, hier. Ach, weg. Geht nicht. Auspuff, geht hoch. Krümmer. Ja, was? Krümmer. So. Das ist ja nur gut. Wirklich hast du, wahrscheinlich ist es nicht mehr schief gehen. Ja, ihr wollt hier noch mit die Karte. Kannst du das mal heben, oder? Das ist aber noch schön. Drin. Dirk, ja. Ich habe das eben nur am Rand mitgekriegt. Ich will jetzt fahren. Kannst du da mal flache Eisen von der dran schweißen? Zur Not können wir das machen, aber dann haben wir ja die Holme versaut. Das geht ja auch nicht. Gut. Wenn du unbedingt fahren willst. Würdest du machen? Du würdest mich da unterstützen? An Hälfte für das Oberschleifen nachher. Okay, wir haben auch keinen Schnee gerade aktuell. Das ist alles wunderbar. Ja, dann schweiß was an, damit ich das Gasgriff wenigstens dran habe. So, ich weiß nicht. Okay. Oh, jetzt ist der Strom alle hier bei der Kamera. Gestern da hinten drin rumgearbeitet. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Wir gucken mal. So. Und zwar. Jetzt müsst ihr dann auch mal gucken. Wieder Elektrik. Und zwar habe ich jetzt hier diese Flächen freigeräumt. Das habe ich tiefer gesetzt. Gell? Ja. Mein Ausgleichsbehälter. Sehe ich schon, der steckt da hinten jetzt. Der ist hier oben auch befüllbar. Ja. Guck mal, wie schön der da drin sitzt. Mit super. Platz, alles drum und dran. Hier haben wir Platz für die Batterie. Hier hast du noch Platz für Elektrik. Ja. Das ist hier so reingeschoben, wie ich das gesagt habe. Und hier mit festgemacht. Ja. Und hier die Benzinpumpe, die habe ich auch, die hat hier davor gesessen. Die setze ich jetzt einfach da dahinter. Da haben wir nämlich Platz. Ja. Das kann auch dahin zurückgesetzt werden. Da habe ich Platz für meine Deckels. Genau. Auspuffhalter. Das haben wir ja schon gehabt. Den hast du schon. Ja. Ansonsten habe ich dann. Ach, die Blinkerhalter hast du auch drin gemacht. Blinkerhalter. Dann kann die dann erstmal zum auseinandergebaut werden von dem. Na gut, das haben wir ja schon durch. Da kommt ja dann die Loch. Und die Deckel mache ich dann, keine Ahnung, die kann man später noch machen. Ja, genau. Cool. Gut. So, das ist Was ist das hier? Das ist der Hof. Ein Hoftürchen. Das machst du so nebenbei oder was? Ja, ja. Okay.
Leute, wir haben heute Sonntag. Ich bin jetzt gerade mit einer Firma. Ich mache jetzt den Film fertig. Ich habe nämlich heute Motorrad gefahren. Und die Heimatlosen hier, ne, die sind auch da. Dirk. Die Heimatlosen. Hä? Die Heimatlosen meinst du? Ja, die Heimatlosen. Die Wetter muss mal raus. Ja, ich bin. So, Leute, jetzt ist egal. Ich schneide jetzt den Film, lade ihn hoch, der Sonntagsfilm. Man, ist nichts Großes passiert, bin auch nicht auf die Fresse gefallen. Mit meiner, das wäre blöd gewesen mit meiner neuen Jacke, ne, noch, dann noch die gleich noch dreckig bringen. Gut. Also, ihr könnt ja gucken, wenn ihr Lust habt. Es ist nichts, es sind keine großen Highlights. Bin halt gefahren. Also, Sonntagsfilm. Tschüss. Oder fangt halt erstmal an. Einwandfrei! Die neue Jacke hält warm, der Helm passt gut. Auf geht's! Ach Gott! Der Helm ist ganz schön eng. Da muss ich erst noch ein bisschen an meinen Kopf anpassen. Gut, machen wir mal Pause. Die neue Jacke ist gut. Ich habe noch Innenfutter. Sind Protektoren drin, die habe ich noch drin. Die hält warm. Wir haben immer, ja, gut, die Sonne scheint ja, seht ihr ja. Ja, ungefähr so 2-3 Grad. Aber ich, eher 2. Wir sind hier oben in den Bergen. Wir sind hier ungefähr auf 600 Meter, schätze ich. Hier liegt noch überall an der Wiese Schnee. Ich kann ja gerade mal hier rüber zeigen. Das ist nämlich noch gefroren. Aber es sieht schon gut aus, ne? Gut. Und hier mache ich jetzt mit meinem Schätzchen eine kleine Pause. Gut. Frieren durch nicht, ist echt gut. Und hier, so. Hier, Leute. Ich hab jetzt noch ein Gefühl, wie schön das tut, wenn man frische Luft hat beim Motorrad fahren. Die Lunge arbeitet ganz anders. Es ist traurig. Das Herz hat übrigens auch einen ganz anderen Rhythmus. Schlägt ganz anders. Wenn ich jetzt so unterwegs bin, ich mache noch hier und da mal ein paar Fahraufnahmen. Aber nicht viel. Ich will das mehr genießen. Aber ich will euch auf der anderen Seite ein bisschen mitnehmen. Motorradfahren im Februar. Ne? Im Plusbereich. Temperaturtechnisch meine ich. Guck mal, was für geile Berge. Nur ein bisschen vorsichtig fahren. Wir sind jetzt wieder auf 350 Meter, das merkst du schon. Da bläst der mir so kalt. Wir sind hier in Zinntal. Das gibt jetzt mal Plätzchen. Da werden wir uns das erste Mal, oder ich, da werde ich mich jetzt erstmal so hinsetzen. Und gucken die Welt. Wir machen mal weiter. Da oben ist Schwarzenfels, die Burg, wo ich erst schon mal von weitem fotografiert habe. So. Da fahre ich aber jetzt nicht hin. Weil könnte sein, dass da oben ist schattig, dass da noch gefroren ist. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gut, dann mache ich jetzt hier ein Päuschen und alles wird gut. Da rollen wir mal den Berg runter. Ah, ist das schön frisch Luft hier, das ist echt geil. So, jetzt sind wir wieder daheim. Das war doch wieder cool. So, wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder da.
Hier, bei meinen Schätzen. Füllen wir nochmal so rein, ne? Ein Traum. Cool. Schön war's. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen. Vielleicht hat es euch ja auch Spaß gemacht. Und jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Filmt habe ich heute mal gar nichts. Guten Tag übrigens. Alles klar. David war da, hat Probefahrt gemacht. Alles wunderbar. Das gefällt ihm. Was war heute noch? Hier. Güllepumpe geht auch alles. Kann ich Ihnen mal gerade zeigen. Die Lithium-Batterie, die immer nichts wiegt. Ne? Nur mal so, ich wollte es euch mal zeigen. Die liegt hier oben drin. Hier oben drin haben wir die festgemacht. Sieht man das überhaupt? Die ist auch schwarz hier drin. Da brauchst du auch keinen Halter zu bauen. Die haben wir einfach mal mit zwei Kabelbindern festgemacht. Das ist bombenfest. So, dafür den Sicherungskasten müssen wir noch einen Deckel bauen. Zündung. Und mal sehen, wo es geht. Ja. Jetzt geht's. Anlasser geht. Blinker gehen auch. Das sind die Toren von Detlef Lewis. Vorne und hinten. Hupe geht noch nicht. Ist immer so spezial. Licht geht auch. Ich muss jetzt nicht alles zeigen, ist ja alles Käse. Aber es geht jedenfalls. Hinten geht es auch. Stopplicht geht auch. Nochmal so. Alles wunderbar. Also hier geht auch relativ viel, was wir heute gemacht haben. Gut, Zündung ausmachen, sonst ist mal die Batterie leer. Was haben wir denn noch? Ne, da haben wir jetzt, glaube ich, nichts dran gemacht. Ah, hier, Honda Fireblade. Das war mal eine Fireblade, Leute. Warte mal, so weiter weg. Da ist, die hatte ja noch original vorne 16 Zoll Rad drin, haben wir, ist jetzt ein 17 Zoll Rad drin. Mal aufs Motorrad gehen. Das sieht ganz gut aus. Das muss eingetragen werden. Das ist nämlich auch ein original Honda-Rad da vorne. Die Sitzbank, das sieht auch cool aus. Rahmenheck ist auch geändert. Ist halt kürzer. Das muss jetzt hier noch gepolstert werden. Der Auspuff, den lassen wir auch mit eintragen. Nö, sieht alles gut aus. Die Ducati, die war letzte Woche schon da. Wo haben sie denn jetzt? Ja, mal schon mal hier mit dem hier. Das ist ein 900er. Eine 900er, die ist Baujahr 90, hat auch nochmal 16 Zoll Rad drin, ist jetzt vorne aus 17 Zoll. Gut. Da soll man auch nichts dran machen, nur Eintragung, wenn alles funktioniert. Dann der Dirk, habe ich jetzt hinten schon zugeschlossen. Der Dirk ist hinten am Jürgen seiner Boldor. Hier habe ich jetzt die neue Reife drauf, der Cinco. Jürgen wollte ja hier diese Cinco-Reife haben, ne? Das ist ja für mich ein Traum. Das Rad ist jetzt auch fertig, ich habe heute noch einen neuen Kettensatz bestellt, deswegen ist es noch nicht eingebaut. Also, um es kurz zu machen, Moment, ich mache heute Abend so einen kleinen Werbefilm. Ne? Pumpe 7, wisst ihr, hat auch einen Kanal, aber nicht Pumpe 7, ich kann mir immer den Kanal nicht merken, geht aber über Pumpe 7 und dann baut sich gerade 500 oder 100 zurecht. Gut, auch ein cooler Typ. Bei dem konnte auch relativ viele Sachen kaufen, die sind echt gut. Zum Beispiel, Moment, wo habe ich es denn jetzt hier? Ja, jetzt will ich was zeigen und habe nichts. Moment. Zum Beispiel, hier ist so Schälchen, alle mögliche Größe. Da hier, kann man irgendwie draufkleben, hier drin auch. Wenn man mit der Schraube reinlegt, wenn man so am Schraube ist, nicht da unten auf die Hebebühne, sondern hier in das Schälchen rein. Wie gesagt, wir haben ja noch größere, ich habe jetzt gerade nur das da. Wunderbare Sache. Da fällt mir gleich irgendwie was raus und man kann noch was anklemmen, wie eben hier dieser Anhang. Na gut, hier, mir fällt nichts ein, ihr merkt schon, das wäre hier 6:45. Ich fahre jetzt heim. Macht's gut, bis morgen, da campen wir wieder in alter Form. Tschüss. So, soll richtig schön fahren ran. Die Fußrastalare ist dran von LSL. Da hat der Dirk wieder richtig gezaubert. Das ist richtig gut. Auf der anderen Seite auch. Ja, das sieht doch richtig geil aus. Aha. Cool. Jetzt wird da vorne noch Gewinde nachgeschnitten in der Gabel, damit der Schutzblech vorne dran kommt. War vergammelt, gell, irgendwas. Ja, war irgendwie Dreck oder Farbtrennen, egal. Ja. Und hier habe ich
Der Spezialreife aufgezogen, wo die Jürgen gerne haben will. Stummelenker, das Auto, da habe ich heute Morgen auch schon dran geschraubt. Es geht voran. Heute Morgen läuft das Spiel hier. Da ist wieder für Anpassungsfläche da. Den Pöbis muss ich hier noch abmachen. Da muss ich hier die zwei Schalter rein. Irgendwie. Für was denn? Für die BMW da? Jo. Für die BMW Schubtig. Das geht hier auch noch nicht. Da muss ich da noch ausklinken. Eine Feile muss ich da noch. Kannst du doch. Du hast doch gelernt zu feilen. Das habe ich letztes Mal im BBZ gemacht, in meiner Lehrzeit. Du könntest auch feilen. Nee. Du, er will nicht feilen. Ach, guck dir das an. Habe ich nicht gelernt. Okay, hier geht's dann auch rum. Habe ich überhaupt noch feilen? Jetzt halt hier die Bremse. Ich will jetzt hier auch keine große Wissenschaft draus machen. Aber ja, das passt doch schon mal schön rein. Die haben wir nämlich schön sauber gemacht und ein bisschen geschliffen. Das sieht das gut aus. Jetzt kommen hier noch die Bolze rein, dann mache ich ein bisschen Fett drauf, damit es auch schön flutscht. Na, mal gleich weitermachen. Mal hier. So. Okay. Mal gucken. Und der kommt da hin, ne? Ja, da kommt er rein. Das geht doch jetzt richtig sahnig. Dann machen wir den auch noch. Gut, das werde ich jetzt noch ein bisschen drehen, damit das überall schön hinkommt. Und dann machen wir das Ding nochmal an. Da drin, fragt nicht, das ist nur so ein alter Indianer-Trick. Ja. Kommt nicht zu hoch. Gut. Na, was ist los? So, jetzt kommt das hier drüber. Mit einer Hand und Kamera halte, ist das doof. Gut, ich mache jetzt erstmal kurz aus, sonst geht das sonst nichts. So, jetzt sitzt er da drauf. Hier müssen wir gucken, hier ist so eine Einsparung, damit das. Die Gummis habe ich auch drauf gemacht. Gut, jetzt ziehen wir das hier mal bei. Ja. Und ich habe ein bisschen Fett auf die Schraube gemacht. Ne? Ich kann nämlich keine trockene Schrauben leiden. Wenn er mal bei mir einer guckt, ob ich es gemacht habe oder es ist unsicher. Wenn Fett drauf ist, kann er davon ausgehen, ich bin's. Yes. So, jetzt machen wir das schön fest. Und dann bauen wir die heute noch ein. Gut, und ohne die Lappe, den habe ich drauf gemacht, damit das hier die Bremsbeläge fixiert sind, nicht dass einer rausfällt. Haben wir auch schon, alles gut. So, das sieht jetzt schon mal gut aus mit der Vorderradbremse. War es bis jetzt noch nicht so spektakulär. Ich habe jetzt hier den Stummelenker dran gemacht. Der Tachohalter, weiß ich gar nicht, ob ich den schon gefunden habe. Der ist auch drauf. Der Dirk macht jetzt gerade noch Lenkeinschlag. Wird noch was geschweißt. Gut, die LSL hatte ich schon. Guck mal hier ein bisschen Druck drauf. Einfach nicht so mal. Spezial. Genau. So wird das. Sieht jetzt aus. Genau. Ein Traum. Und so machen wir das, so machen wir das mit der anderen Seite auch noch. Ach, die Bremse habe ich auch noch dran gebaut. Ja, genau. Das ist es. Also heute war ja eigentlich bei mir so ein Spieltag. Du hast ja wieder spannend. Ich habe nur Kleinigkeiten Kram gehabt. Ja, man sieht gar keine richtige Meter, ne? Nee. Ja. Bei mir ist einer, das ist nichts Erwähnenswertes, habe ich die Luftfilter drauf gemacht, die passen immer nicht. Speziell die mittlere, die müssen ein bisschen angeschliffen werden. Gut. Dann wollte heute TÜV kommen, wollte Eintragung machen, speziell hier Honda und dahin habe ich noch Suzuki und so Zeug. Da kam aber auch nicht. Der hat mich auch wieder aus meinem Konzept heute gebracht. Na gut. Bei der Frankfurter wurde heute auch wieder Sache angefertigt, dahinter bei der BMW. Das klappt auch. Aber heute war nur so richtig hier kleinen Scheiß. Gut. Bis morgen. Ja. Heute Morgen hast du gestimmt mit dem Schalter. Ja, warum? Hast du ihn jetzt doch hingekriegt? Ich hab's hingekriegt. Ich hab den Frankfurter im Wochenrückblick, steht schon drin, das klappt nicht. Da ist er. Funktioniert sogar und hält auch noch. Ehrlich? Lackiert hast du es auch? Ja. Das ist gar nicht so einfach festzumachen, gell? Das habe ich jetzt mit Spezial angefertigt von hinten. Du bist der Größte. Das gibt's nirgends zu kaufen. Du bist der Größte. Gut. Schickt auf wie heute. Ja, ich will dich auch nicht so viel loben hier, sonst drehst du hier noch durch. Ja. Okay. Einwandfrei.
gut hingekriegt. Hier, Frankfurter, es geht doch aufwärts hier. Alles klar. Hier, was ist mit der Schüssel hier? Habt ihr die nicht verlauschen? Uli, was ist los? Schläfst du bei der Arbeit? So ungefähr. Daniel, du, jetzt tu nicht zu, wenn die Kamera läuft. Die ganze Zeit stehst du hier, rauchst Zigarette und trinkst Bier. Ja. Und es ist Viertel nach zwölf. Aber jetzt aber zackig hier. Jetzt läuft, jetzt laufen die Werkzeuge. Alles klar. So, meine Herren, heute machen wir erstmal eine Kulturtour. Uli, hast du alles im Griff da hinten? Aber hallo. Gut. Gut, bei dir ist auch alles gut. Alles super, ja. Gut. Meine Herren, heute gibt es wieder Spezial. Spezial. Yes. Da haben schon manche YouTuber gesagt, mit eurer Essenskultur, da kommen sie nicht mit klar. Aber Alfred, ne? Das macht uns richtig Spaß. Nee. Leute, guckt doch mal da rein, da ist was. Genau. Kein Unfall, Raue. Danke. Wir hauen jetzt rein. Tschüss, bis gleich. Ja, die Wege sind halt ein wenig holprig hier. Ich weiß auch nicht. Stefan, hast du ihn gerade fest? Ja, ich hab's. Sind wir auf einmal auf der Koppel hier. Da reißt das Lenkrad rum. Meine Herren, wir sind jetzt wieder in der Zivilisation. Okay, ja. Hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht? Sehr schön. Aber, hallo, hier. Echt spitze. Wir haben ein paar Wege gemacht, Kurt, da bist du noch nicht lang gelaufen, ne? Nein, da war ich noch nicht. Heute, hier, guck mal, da rüber, was ein Wasser. Ja, mal sehen, ob wir was drauf kriegen. Ja, man kriegt es ja richtig drauf. Hier ist jedenfalls Hochwasser. Gut. So, der Uli hat Kuchen mitgebracht. Genau, die Chefin hat gebacken. Die Chefin? Die Chefin hat gebacken, ja. Wie heißt denn die Chefin? Sabine. Sabine, danke schön. Ey, hast du schon gesehen? Ja, lecker. Ja? Da ist ein bisschen Käsekuchen. Dann machen wir Kaffee und dann essen wir Kuchen. Ah, so ist der Plan. Da packen wir aber heute nicht alles. Glaube ich nicht. Okay. Lass ich bei euch. Okay, also Mädchen, Dankeschön. Hat es schön gemacht, ehrlich. Wie kann das? Die ist Bäckerin von mir. Ah, so. Kette-Shops angefertigt. Ich mache jetzt hier noch Löcher rein. Zeige ich gleich nochmal. Sollen wir hier erstmal schnell gucken? Hier die Kühlrippe, die sind richtig schön. Hat er gestern noch schön designt. Sieht auch gut aus. Kettenschutz habe ich ja vorher drauf gemacht. Das sind jetzt die Halter. Probiert. Dann macht er jetzt die Löcher rein. Gut. Kann man sich angucken, ne? Okay. So, dann zeige ich das nochmal, wenn er dran ist. Das Triebwerk einfach so rausgekriegt. Das ging einfach so raus? Ja. Mit Schrauben? Mit Schrauben rausgefahren. Gut. Ganz entspannt. Jetzt machst du es auch noch. Da steht es ja. Ja, Uli, Monstrum. Das Ding ist total verdreckt. Ich weiß. Da kannst du dir jetzt mal Gedanken machen, wie du das Ding sauber kriegst. Tja, Zahnbürste. Ja, lass dir Hirn wachsen, weil da geht von uns keiner dran. Furchtbar. Ja, das war's. Ich ziehe jetzt mal leichte Reife runter, damit der ohne ist. Das ist der gute Schmutz von 25 Jahren. Du brauchst gar nicht zu lachen. Hier ist kein Spaß, das sag ich dir. Also voll ab hier. Der hat Spaß. Der hat richtig Spaß. Die erste Öttelversuche. Also hier steht noch gar nichts. Such zwei. Das macht gut. Es geht. Ein kleiner Erfolg. Es geht. Der erste Pups. Wahnsinn. Es geht voran. So, jetzt ist der Auspuff da. Der Dirk versucht jetzt hier
sich was Gescheites einfallen zu lassen. Der geht nämlich also dann von rechts nach links. Ja. Wo mache ich meinen Halter hin? Ja, wo machst du den Halter hin? Das ist die große Frage. Kann hier am Rohr hier rüber gehen. Das kann ich machen. Auf jeden Fall, er hat ja mal ein Bild mitgegeben. Warte mal, hier haben wir es ja. Dass der so kurz rausgeht. Das funktioniert bei dem. Das wird in dem Fall nichts. Der TÜV-Mann hat sich das auch schon angeguckt, hat gesagt, ich glaube, ihr spinnt langsam. Also das wird nichts. Da müssen wir uns jetzt halt was einfallen lassen mit dem Halter. Aber ich wollte jetzt nur noch mal in den Wochenrückblick das jetzt hier mit reinnehmen. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut sieht das aus, aber wo mein Fest, dass das. Nee, jetzt nur mal so, weil wenn der ist wenigstens dahinter, das ist nicht so leer. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Gut. Ich mache jetzt aus. Ich wollte das jetzt nur noch schnell mit reinnehmen. Für einen Wochenrückblick. Okay, und tschüss. Der Apparat hat ja schon mal gepumpt. Die Decke macht jetzt hier oben gerade noch Abdeckung. Vorne das Schutzblech haben wir drauf gemacht. Die Folie ist da nicht ab. Aber so sieht das jetzt aus. Aber es gibt natürlich auch wieder Rückschläge, wie üblich. Ich weiß nicht warum. Die Vergaser laufen ohne aus. Es läuft sogar oben aus dem Luftfilter. Da muss ich nochmal aufladen. Weißt du, man hat sich echt bemüht. Und jetzt muss es doch nochmal aufgemacht werden. Das sind einfach so Aktionen, die gehen mir echt auf den Keks. Na gut, ist halt so. So, der Daniel gibt alles, hier ist noch dreckig. Du gibst alles, gell? Ich gebe alles. Die Yamaha, die ist schon Jahrzehnte nicht mehr sauber gemacht worden. Es muss alles entfettet werden. Ach, guck mal da rein. Das ist richtig Säuarbeit. Na gut. Jetzt haben wir hier, das haben wir schon soweit vorbereitet. Das ist ja alles entfettet. Das kriegt alles der Alfred. Zum Sandstrahlen. Der Rahmen eigentlich auch. Da habe ich noch hier hinten liegen. Hier ist er. Das kriegt jetzt alles der Alfred gebracht. Da hat er Arbeit. Gut. Euch Leute, es ist das Säuwetter. Da draußen stürmt es. Es ist alles scheiße. So, am 25. März wollen wir nach Spanien. Und hier der Matthias mit seinem Skrimpler. Der fährt mit. Das gibt die erste Probefahrt da ohne. Gut. Da wollen wir hoffen, dass alles funktioniert. Alles klar. Wenn ich hier hin reingucke, ein Traum. Ja, ein Traum. Das ist die Klappe für die CX500. Der Sicherungsabdeckung. Bisher hatte ich Lifehack 24 Stunden im Einsatz. Na gut. So, das wollte ich euch auch noch zeigen. Der Kettenschutz ist dran. So sieht das jetzt aus. Alles gut. Oh, da wird der Anne ja glücklich sein. Hast du schön gemacht. Machen wir einen Superbikebox-Aufkleber drauf, oder? Drücken wir auf den Deckel drauf. Drauf drücken? Nicht da, nur an die Kante, die bisschen runter drücken. Richtig. Ja, ja, ich mach das schon. Das läuft auch bei dem Ding? Das partiert schon. Ach, okay. Ja, gut. So. Hier hängt der Auspuff schon dran. Das sind die Zwischenrohre. Wo jetzt da der Brand sind. Das sieht alles gut aus. Gut, wir können es ja vielleicht nochmal laufen lassen. Ihr habt ja schon mal gehört ohne Schalldämpfer. Mal sehen, wie sich nachher anhört. Ne? Gucken wir dann nochmal.
Ja. So laut ist es nicht. Ganz cool. Prima. Hier von der Sabine der Kure. Das ist der Rest vom Schützefest. Mhm. Ja. Bring mir jetzt Kaffee. Ja. Sabine, mit Denker an dich. Dankeschön nochmal. Hier, komm, wir machen Abschluss für Wochen. Wochenrückblick. Leute, haben wir da viel erlebt, habt ihr wieder gesehen. Wir essen jetzt zum Abschluss Sabine ihren Restkuchen. Daniel. YouTuber, sag ich jetzt tschüss. Tschüss. Ja. Ja, macht's gut. Nächste Woche hören wir uns wieder.